Das Expertenforum ist dafür da, Personen aus verschiedensten Bereichen, die im weitesten Sinne mit Europa zu tun haben, zusammenzubringen und sie diskutieren zu lassen über verschiedenste Themen, wie man Europa anders, wie man Europa besser gestalten kann. Es ist gut, dass unterschiedlichste Menschen beieinander sind und die unterschiedliche Sichtweise auch zeigen können. Die Kirchen sind dabei, die Industrie ist dabei, die Gewerkschaften sind dabei und die staatlichen Ebenen. Und wir müssen versuchen, dieses zusammenzuführen. Wir haben verschiedene Punkte diskutiert. Mir war unter anderem wichtig, dass wir die globalen Zusammenhänge sehen, die Gerechtigkeitsfrage weltweit und die Rolle Europas, aber auch, was Europa für die Jugend und junge Menschen bedeuten kann. Konsens ist, es gibt keine Alternative zu Europa, aber Europa muss man besser machen. Das heißt, man muss in der Sache und auch in der Darstellung Europas deutlich machen, dass Europa Teil der Lösung und nicht Teil der Probleme ist. Es gab eine ganz grundlegende Diskussion darüber, was sich in der europäischen Architektur verändern könnte, und überlegt, wo sich das Experten- und Bürgerwissen überschneidet. Europa ist schwierig, wenn es darum geht, Konsens herbeizuführen, gemeinsame Positionen zu definieren, aber in Baden-Württemberg sind wir anspruchsvoll unterwegs, um genau das zu tun.